im Jahr 2000 mal so eine Reunion-Show. Da hatten wir schon mal so eine kleine Reunion-Show mit drei Sängern. Da wir einen großen Sängerverschleiß hatten in der Vergangenheit. Aber damals waren keine Ambitionen dabei. Wir haben dann nur eine Tour gemacht und das war's dann. Und vor drei Jahren habe ich ein Angebot bekommen auf dem Free Virgin wegen eines riesigen Konzerts Spirit of Rock im Winterthur mit Motorrad, Motley Crue, Saxon. Da konnten wir natürlich nicht widerstehen und dann haben wir uns wieder zusammengerauft, wie übrig geblieben in China und seit da sind wir wieder zusammen. China war in den 80er Jahren so etwas wie Nummer 2 der Groß in der Schweiz, noch bevor Gotthard. Vermisst du manchmal die Zeit der 80er? Ja, es war schon eine tolle Zeit, aber die Zeit läuft halt und wir sind jetzt schon 2010 und es gibt heute wieder so eine Welle, die ist halt ein bisschen kleiner, weil die ganze Rockmusik das Spektrum ist viel breiter geworden und ich glaube auch heute wird es so eine Familienreunion sein aus den 80er von den Leuten her und das finden wir schon sehr cool. Ja, in den 80ern haben sich auch viele Hardrock-Bands gegründet. Und auch dann zeitweilig wieder aufgelöst und haben getrennt voneinander gearbeitet und sind jetzt wieder zusammengekommen. Genau. Wie erklärst du dir das? Also ich glaube, dass der Grund ist, dass anfangs 90er Jahre, Mitte 90er Jahre, kam die Grunge-Welle. Mit Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam und diese Welle hat alle Glam-Rockers auf die Seite geschoben. Da war auf einmal das Glam nicht mehr so angesagt, down and dirty, möglichst kaputt, ohne Stage Clothes. Und die Grunge-Welle war so riesig, da hatten alle andere Bands irgendwie, die auf dem 80er Groove waren, gingen dann irgendwie ein bisschen verloren. Oder? Und heute ist das ganze Grunge ja immer noch da, aber es sind so viele andere Rockrichtungen auch da, dass es auch wieder Platz gibt für so eine 80er Welle. So erkläre ich mir das irgendwie. Und eure Besetzung hat ja, wie du auch schon gesagt hast, oft gewechselt. Ist es einfach, neue Bandmitglieder zu finden, mit die einzuarbeiten? Oder ist es eher schwierig? Also je älter das man wird, umso schwieriger wird es, wirklich vier oder fünf Köpfe zu finden, die miteinander harmonieren. Wir sind ja zu dritt noch original, der Beat, der Erik und ich. Und die zwei Neuen haben wir ausgesucht und der eine Gitarrist, der Mac, der ist ziemlich jung. Aber wir hatten ihn schon gekannt vorher, der spielte auch unseren Stil Blues Rock. Darum haben wir gedacht, hey, der würde vielleicht wirklich gut zu uns passen. Als er mich dann anfragte über MySpace, war natürlich für uns auch klar, dass wir uns für Mac entschieden. Aber die ersten zwei Jahre haben wir nur mit einem, mit mir an der Gitarre gespielt, weil wir noch nicht genau wussten, wohin geht das, ist das, wird das was oder wird das nicht. Jetzt, wo wir eine neue CD haben, wollten wir unbedingt durch zwei Gitarren zu. Ist es sonst so, dass man eher selbst neue Bandmitglieder anspricht oder dass sie auf einen zukommen? Wir hatten natürlich alle unsere Favoriten und bei mir war auch der Mac im Hinterkopf, als er dann bei einer Upload-Session noch, Erik und ich hatten so eine Upload-Session und da war der Mac auch im Publikum und kurzfristig kam er auf die Bühne, hat mit uns gejammt und dann war natürlich, der Funken war da gesprungen. Somit war für uns klar, der Mac wird das machen. Und was macht euren Musikstil aus? Ja, wir sind immer noch eine sehr melodiöse Hardrock-Band, aber wir experimentieren auch. Wenn du dann das neue Album hörst, wirst du sehen, da wird es einige Songs drauf haben, die sind überhaupt nicht China-typisch. Die gehen schon wirklich ein bisschen ins Moderne, aber das wollten wir auch. Wir sind musikalisch, möchten wir experimentieren. Wir haben sehr gute Musiker. Unser Bassist ist einer der besten Bassisten, den ich kenne in der Schweiz. Und da wird natürlich ein bisschen mehr als nur irgendwie in den 80er sehr geradlinig. Wir experimentieren heute natürlich mehr. Weil wir dürfen heute auch irgendwie, wir haben wirklich gar nichts zu verlieren eigentlich. Und wie lange habt ihr an eurem neuen Album gearbeitet? Ja, wir sind natürlich nicht mehr Vollprofis. Früher haben wir 5 bis 6 Mal der Woche geprobt. Heute haben wir noch Familienvater, Väter bei uns und so. Da können wir 1 bis 2 Mal in der Woche proben. Da hat es 2 Jahre gedauert, bis
das ganze Album geschrieben. Sind die Songs denn so stark, dass man erst die Musik macht oder erst den Text findet und dann die Musik dazu? Zuerst die Musik. Der Text und die Musikmelodie ist maßgebend. Der Text kommt nachher in einer zweiten Etappe. Und du bist ja auch DJ im Alpha. Ja. Was legst du selber für Musik auf? Ja, ich bin natürlich schon ein Rocker im Herz, aber ich lebe eben auch von der Musik und ich lebe auch vom DJ. Und da muss ich über meinen Schatten sehr weite Sprünge machen. Und da gibt es Clubs, die verlangen alles und das mache ich auch. Ich interessiere mich sowieso für gesamthaft für die Musik und es gibt in jedem Bereich gibt es wirklich tolle Musik, die toll gesungen ist. Und dann lege ich das auf und ja, ich kann gut davon leben. Was wäre so deine Lieblingsmusik? Ja, das ist natürlich schon Rock. Ich bin schon der Rocker, ich bin ein alter AC/DC-Fan. Ich bin natürlich Michael Jackson-Fan. Und die moderne Musik ist für mich sehr kurzlebend. Heute kommt ein House-Track von irgendeinem DJ, den man morgen gar nicht mehr kennt. Aber ich bin natürlich in meiner Seele da klopft ein rockiges Herz. Wie sehen die Pläne aus von China? Wie soll es weitergehen? Ja, wir möchten natürlich so viel wie möglich spielen, jetzt mal in der Schweiz. Die Szene kommt auch mal in der Schweiz raus. Und dann werden wir mal die Fühler ausstrecken und schauen, was vor allem Deutschland, England. Ich habe da bereits ein paar Anfragen, aber das wollen wir jetzt langsam angehen. Wichtig ist die Schweiz, weil hier finden extrem viele Konzerte statt. Und hier haben wir bereits schon 10 Shows gebucht. Darum ist für uns die Schweiz mal Priorität. Und auf eurem Album gibt es da irgendwelche Songs, die besonders gut gefallen? Ich muss hier ehrlich sagen, das ist eins der ersten Alben, wo ich alles geil finde. Es ist ein total ehrliches Album geworden. Und ja, wir sind Fan von allen Songs. Wir haben einen alten Track dort gemacht. Und der On My Way, der ist auch mit Max Sorace als Special Duett mit Erik zusammen. Aber ich liebe das Ganze. Wir lieben das ganze Album. Wie sehen eure weiteren Tourpläne aus? Wo seid ihr als nächstes zu finden? Also als nächstes ist mal die große CD-Taufe im Alpenrockhaus am nächsten Sonntag. Am Freitag, am nächsten, kommt offiziell die CD auf den Markt und am Sonntag werden wir sie taufen und dann sind wir froh, dass die CD mal draußen ist, damit wir auch ein paar Feedbacks bekommen, weil vor dem Release bist du selber immer gespannt, ja, ist sie jetzt gut oder nicht, was finden die Leute und wir sind froh, dass man geschieht und wir haben jetzt, ich kann dir die Daten nicht auswendig sagen, wir haben etwa 10 Shows jetzt mal bis im August in der Schweiz gebucht. Open Airs und kleinere Sachen, größere Sachen, es kommt einiges rein. Okay, dann vielen Dank fürs Interview, eine tolle Show für euch und ja, viel Glück bei der Release-Party dann. Super.